Denn wenn wir über den Hexenkalender reden, finde ich, reden wir meistens auch über Partys, über Feste, mhm. über Feiern. Und du bist dabei, aber vielleicht auch viele Zuschauer, denen du jetzt ein paar Tipps mit auf den Weg geben kannst. Denn im August kommen wieder schöne Dinge auf uns zu. Genau, wir sind am 1. August nämlich in die Erntesaison gestartet. Ja, das heißt, die Erntefeste haben angefangen. Ja, was ich verrückt finde, für mich beginnt ja jetzt im August erst der Sommer. Ja, und weil ich Bayer bin, da beginnen die Sommerferien. Das heißt, da beginnt der Sommer und eigentlich ist dann schon der Herbst da. Ne? Ja, nicht ganz. Ne? Also August ist ja der, eigentlich der Hochsommer. Ne, Monat, also von daher ist das schon ganz richtig. Das Wort August kommt ja vom Kaiser Augustus, beziehungsweise von einer früheren Göttin, der Juno Augusta. Und es ist eine Orakelgöttin gewesen, ja. Also das heißt, auch Orakel sind jetzt durchaus mal an der Zeit. Ne? Nicht so, wie man es so kennt, so an Neujahr oder Halloween oder so. Ja, ne? man hat bei sowas immer irgendwie eine kalte Jahreszeit. Es muss früh dunkel werden und es muss alles sehr, sehr mystisch sein. Aber man kann es auch an einer lauen Sommernacht sozusagen machen. Ja, es gibt ja nichts Schöneres, als im Garten zu sitzen mit Freundinnen und mal lustige Karten zu ziehen. Absolut, da ja? hast du vollkommen also recht. Vielleicht auch so. Ne? Das ist ja kann für Erwachsene. Ich stelle mir das total toll vor, wenn man zu abends mit einem Gläschen Wein sitzt, das auch mal mit Erwachsenen auszupacken. Da gehen ja spannende Gespräche. Es gibt auch noch Erwachsenenkarten. Darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Und das Schöne ist, also ich finde die wirklich toll, weil manchen Menschen fehlt vielleicht oftmals die Kreativität, sich über den Tag Gedanken zu machen, was will ich heute eigentlich sein? Ja. Und die Karten geben einem so einen gewissen Wegweiser. Das ist ja auch das, was ich überhaupt an Orakelkarten gut finde. Es ist immer so schwierig, Worte für Emotionen zu finden. Ja, weil wir empfinden Dinge einfach. Und jeder empfindet die gleiche Emotion ganz anders. Und es ist halt schwierig, das in Worte zu finden. Und dafür finde ich Karten immer ganz schön. Wie orakeln gerade. Mein geliebtes germanisches, ja. Wir orakeln mal so eine Tageskarte. Was hältst du davon? Finde ich super. Mal so, mal zu gucken. Ich habe ein gutes Gefühl heute. Ich glaube, heute wird ein toller Mittwoch. Ja. Nachrichten kommen. Ja, Hugin und Munin sind also die Raben des Göttervaters Odin und die bringen Nachrichten. Gute Nachrichten, spannende Nachrichten. Auf jeden Fall etwas, von dem du noch nicht wusstest. Ja. Also wir alle, weil ich habe ja eine Karte für uns alle. Für uns alle, wir alle, finde ich gut. Es kommen gute Nachrichten auf uns zu, was ja auch schön ist, nach all diesen ganzen dramatischen Nachrichten, die im Moment in der Welt wirklich passieren. Wäre es mal schön, mal ein paar gute Nachrichten zu bekommen. Ein paar gute Nachrichten habe ich mitgebracht für Sternengucker. Ja. Wir haben nämlich jetzt im August einen Supervollmond, einen sogenannten. Das heißt, der Mond ist der Erde sehr, sehr nah. Es scheint uns riesengroß und sehr, sehr hell. Das haben wir am 10.8. haben wir Vollmond. Da lohnt es sich auf jeden Fall. Mal zu schauen, ja. Mhm. Es wird ja jetzt auch wieder früher dunkel, ne? Also es ist jetzt nicht mehr wie im Juni wirklich richtig lange noch hell. Und da lohnt sich das. Und in der Nacht zum 13. August kreuzt die Erde die Perseiden. Ja, das ist so ein Meteoritenstaub. Schwarm. Okay. Ja? Und das heißt Sternschnuppenalarm. Ah, wie schön. Das heißt, in der Nacht vom 13. hoffen wir mal, dass wir gewitterfrei sind und sollten vielleicht die Nacht draußen im Freien verbringen und den Sternenhimmel. Denn bei jeder Sternschnuppe dürfen Sie sich ja was wünschen. Richtig, genau. Und man muss auch nicht den ganzen Sternenhimmel in Beobachtung haben, sondern man muss nach Nordosten schauen, also sprich da, wo die Sonne aufgeht, und dann ein bisschen nach links drehen. Und direkt unter Cassiopeia, das ist dieses W, diese Sternformation, die aussieht wie ein W. Das ist Cassiopeia und da kurz da drüber, da findet sich dann Da fallen Perseus. Sie einfach runter. Ja, genau. Ich habe mal Wünsche und Perseus mitgebracht, weil Perseus ist natürlich nicht nur ein Sternbild, sondern auch ein griechischer Gott. Das ist aber nicht ganz jugendfrei. Ich wollte gerade sagen, du wolltest, glaube ich, zensieren. Ja, ich muss mal ein bisschen zensieren. Das ist aber gleichberechtigt. Also. Und ich glaube, Brüste darf man auch um die Uhrzeit machen. Ja, aber dann brauchst du drei Finger für die Damen. So. Trotzdem noch ein schönes Bild. Ich gucke auch Kinder zu. Ich liebe ja Phönix. Und das ist der griechische Götterhimmel von dem Maler Phönix, den ich ja wirklich ganz großartig finde. Ich liebe diese Bilder. Und es ist so, dass man sagt, dass Perseus Andromeda, das ist diese Dame, diese wunderschöne, vor einem Ungeheuer gerettet hat und daher sie auch heiraten durfte. Und weil Cassiopeia, die Mutter von Andromeda, so dankbar war, hat sie sozusagen Perseus direkt neben sich an den Himmel gesetzt. Ah, okay. Eine sehr romantische Geschichte, wie ich finde, weil er hat natürlich das Monster, das man ganz unten drunter sieht, man so ein bisschen. Muss ich da auch was zudecken? Nein, da musst du nichts zudecken.
Genau, da sieht man das. Ach, das sieht da. Das Monster, genau. Ne, und da hat er mit dem Haupt der Medusa übrigens, was man da ganz rechts unten nochmal gesehen hat, mit dem Haupt der Medusa dann das Monster versteinert. Ah, also ich mag ja deine mystischen Geschichten immer sehr, sehr gerne. Und man kann auch wirklich sagen, dass der August einiges zu bieten hat, was sozusagen das Nachtleben anbelangt. Also man muss es einfach nur schön nutzen. Und auch solche Sternschnuppen, die vom Himmel fallen, vielleicht auch wirklich nutzen, um da seine Gedanken, seine Wünsche wirklich mal hineinzulegen. Denn genau. Wünsche zum Universum schicken funktioniert ja eigentlich auch ganz gut. Warum also nicht auch umgekehrt, nämlich dass die Sternschnuppe aus dem Universum zu uns auf die Erde fällt? Ja, zumal das einfach ein Sternschnuppennebel ist, sozusagen, der, den schon ganz viele Generationen vor uns gesehen haben. Den gibt es schon viele, viele Jahrhunderte. Und das finde ich einfach eine spannende Geschichte. Man sagt, es sind die Tränen des heiligen Laurentius, die dort zu sehen sind, die dort vom Himmel fallen. Ist ein Märtyrer aus dem Mittelalter gewesen. Das heißt, so lange gibt es einfach diese Wolke schon, wo die Erde einmal im Jahr durchfliegt. Ja, ich finde das total spannend. Ich finde das ganze Thema spannend. Ich weiß noch, meine erste Erfahrung mit Sternschnuppen oder mit dem Nachdenken an Sternschnuppen habe ich vom fliegenden Klassenzimmer, wo mir das erste Mal bewusst war, dass das Lichter sind, die seit Millionen von Jahren teilweise schon erloschen sind und einfach jetzt erst zur Erde kommen und sichtbar werden und die einfach so lange gebraucht haben, bis man wirklich das Feuer sehen kann. Ne? Genau. Also sehr, sehr spannend. Auch da wieder so unerklärliche Geschichten eigentlich. Und man denkt sich, das Leben und auch das Universum ist einfach nicht zu ergründen. Und ich finde, da fühlt man sich ganz klein und darf sich mal eben dankbar fühlen für das, was man eigentlich erleben darf. Absolut. Dankbarkeit ist immer sehr, sehr wichtig. Genau. Du hast auch noch andere Themen mitgebracht, über die wir uns gleich noch unterhalten werden. Denn es steht noch ein Fest an, im August eigentlich eins der wichtigsten kirchlichen Feste. Ja. Maria Himmelfahrt, würde ich sagen, gehört schon zu einem sehr, sehr wichtigen christlichen Fest. Ein sehr modernes christliches Fest, genau. Soll ich da nachher drüber erzählen? Darüber reden wir gleich noch. Und du hast auch noch ein Thema mitgebracht, was für die Zuschauer sehr interessant sein wird. Nämlich auch deine kreative Ader hat dich nicht im Stich gelassen, sondern hat dich auch gestochen. Und du wirst jetzt demnächst ein Buch herausbringen mit auch einem Thema, wo Maria eine große Rolle spielt. Richtig, genau. Aber dazu natürlich gleich mehr. Sie wissen ja, es gibt sehr, sehr viele Berater bei unserem Partner Questico und eine Beraterin, die wollen wir Ihnen heute vorstellen, nämlich Rulut Urlas. Sie ist jetzt telefonisch